Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 Live-Projekt zusammen mit dem McManus. In Team King Biceps. Gerade auf mein Lenkrad geschmackt. Okay. So. Der beste Move der Zeitgeschichte hat stattgefunden, meine Lieben. Wir haben Team Gutbierarsch die Parzelle unter dem Popo weggekauft. Wir haben, aber hast du gemerkt, die haben, also wir erklären euch jetzt mal von Anfang an unsere Strategie. Und ihr werdet verblüfft sein. Es ist wie in so einem, schlechten Film, ne? Und zwar, pass auf. Ihr habt ja selber gemerkt, wir haben relativ viel Kontakt in letzter Zeit mit denen gehabt, ja? Und das war der Vertrauensaufbaukontakt. Ja? Der Vertrauensaufbaukontakt. Wir wussten, dass Team Gut Bier Hals, wir sagen jetzt einfach mal, ne, Team Gut Bier Hals, dass diese erstens das illegale Schild aufgestellt haben, oder das legale Schild, was illegal Geld produziert. Wir wussten, dass die diesen Pferdehelfer-Mod draufgeschmuggelt haben, der einfach ohne Ende hier, ne, Geld macht und so weiter. Und nicht nur das. Moment ganz kurz. Es geht sofort. User left your channel. User joined your channel. So, ja, und was wollte ich sagen? Auf jeden Fall. Und wir haben dann relativ viel Zeit mit denen ja verbracht, immer mal wieder. Und ihr habt es ja gesehen, Kontakt und so, ne? Und haben auch so ein bisschen, so ein kleines bisschen so Vertrauen aufgebaut, ja? Und haben so ein kleines bisschen Vertrauen aufgebaut. Und irgendwas ist auf Feld 15 los. Wir sollen auf Feld 15 kommen. Was? Genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt, wir finden, das Team ist das gefährlichste Team uns gegenüber aktuell. Also die Burning Farmers sind genauso gefährlich. Die haben auch gut Kapital gemacht, aber wir mussten was gegen gut Team Bierhals machen. Das heißt, Vertrauen aufbauen und dann den krassen Move starten. Und das war eben genau jetzt dieser Move gewesen. Wir haben den unteren Arsch das Feld weggeschnappt. Haben die jetzt noch, haben den jetzt noch die Ballen abgezogen. Also offiziell abgezogen sind die jetzt, ne? Mögen ihnen die Ärmel beim Händewaschen runterrutschen. Und ist kein Scheiß. Und ja, also die haben wir jetzt richtig schön geschädigt. Und wir haben den, den Pole abgefangen und haben den Pferdepreis nach oben gedrückt. Weil wir dem mal erklärt haben, was nämlich Tacheles ist, wie der hier abgerippt wird. Und was muss ich dazu noch sagen? Ja, es darf applaudiert werden. Ja, die Däumchen nach oben dürfen einschlagen jetzt. Bitte bei Friesi auch. Und ihr dürft euch richtig gönnen. Wir sind einfach die Kings, Alter. Wir sind die Kings in dem Projekt. Scheiße, sind wir gut. Wir sie? Ja. Ich will jetzt gerne die Hand geben und sagen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Jetzt nur die Arbeit. Hand geben. So, ja. Noch so zunicken. So, ja. Und Freezy hat die ganze Zeit, das war auch geplant, dass Freezy so ein bisschen den Unglücklichen macht, ne? Genau. Und alles und das Vertrauen quasi von ihnen gewinnt, weil die wollten ihn ja einmal abwerben. Das hat alles zum Plan gehört. Strategie ist aufgegangen. Die sind voll reingerannt. Okay, gehen wir mal runter. User left your channel. Channel switched. Haben wir es auch einrichten können? Oh. Entschuldigt bitte, wir wussten, wir waren. Was ist. Da wurde auch nur zweimal geschrieben. Alles arbeiten gut. Wir noch? Nee, nein. Niemand alle arbeitet, außer Ihnen. Okay, sorry. Wo müssen wir hin? Welt 15. Ja, wir müssen so viele Ballen abfahren, so viele Rundbahnen. Ach komm, ja. Schweig, Junge. Eine aggressive Stimmung, oder? Ich weiß auch nicht, was da los ist bei dem Herrn. Ja, schon. Legen Sie sich ein paar Schafe zu, die sind sehr entspannend. Da habe ich ihn auch schon empfohlen. Oder ein Hühnchen den, oder sowas. Das hilft bei den Nachbarn nicht. Aber egal, der Bürgermeister fahren sofort. Ja, haben wir denn jetzt alle? Ja, ich glaube nicht. Ja. Jetzt müssen wir bloß noch gleich aufs LU warten. Aber mit Ihnen, den Hauptakteuren, wollte ich ja schon mal sprechen. Siegerehrung, ich stelle mich schon mal ganz oben hin. Er sind schon ein sehr angenehmer Mensch, so. Menschlich gesehen. Gibt es heute die Disziplin, im Kompaktlader spielen wir Fußball mit diesem wunderschönen Rundballen. Ah ja. Ach, du grüne Neue. Und zwar werden immer beide aus jedem Team gebraucht. Ne?
Das heißt, wir starten mit dem Team BG gegen BH. BH. Entschuldigung. Ja, lachen Sie ruhig. Das heißt nun mal BH. BG gegen BH, es ist halt ja auch wirklich so, ne? Aber Team naja. KP ist auch nicht viel besser. Ja, Team kein Plan. Auf jeden Fall. Wie gesagt, kein Plan, KB. Teams sind wie eben. KP, Junge, P. Das heißt aber Biceps. Was machen wir jetzt hier? Reden wir jetzt hier über die Challenge? Nein, also ja, Fußball, alles klar. Wo soll das Runde ins Eckige, ne? Genau, das Runde muss ins Eckige. Und zwar zur Punktevergabe. Jedes Tor, ja, gibt 2 Punkte. Mhm. Wenn einer umgekippt wird, bekommt der umgekippt wird, also derjenige, der auf der Seite liegt, das Team, einen Punkt. Das heißt, es gibt einen Strafpunkt gegen Unfairheiten, ja, also so einen Foulpunkt. Mhm. So. Wir werden im Endeffekt die 3 Spiele machen und alle Punkte werden insgesamt zusammengezählt. Und dann machen wir die Siegerehrung. Die Siegerehrung möchte ich schon mal vorher erklären, was es so gibt. Der erste Platz darf sich für eine komplette Session einen Traktor ausleihen aus dem Oberklassenmodellen. Und daraus ein Gespann machen. In Form, wie sie das machen, ist mir eigentlich relativ egal. Mit Sämaschine, mit Anhänger, wie auch immer. Der zweite Platz darf sich bei den mittleren Traktoren im Bereich zwischen Starer und dem 6R bedienen. Und der dritte Platz darf im Bereich von Fiat bis zum 6M, also im Endeffekt in den kleinen Traktoren, sich bedienen. Auch wenn der 6M ein mittlerer Traktor ist, ich habe ihn jetzt einfach mal von der Leistungsklasse so niedrig angesetzt, dass der dritte Platz wohl in Ordnung ist. Auch mit Gespann? Auch mitgespannt, alles mitgespannt. Also was sie daraus machen, ist mir persönlich egal, ob sie daraus grubbern oder was weiß ich, Lasten ziehen, wie auch immer sie das möchten. Okay, so viel dazu. Herr Manus, werden Sie so nett und würden das LU mal in mein Büro treiben? Ja, kein Thema. User left your channel. So, das LU wird nämlich im Endeffekt den Schiedsrichter spielen. Das heißt, ich werde natürlich, ich sag jetzt mal, wenn der Ball verloren geht, ersetzen wir den natürlich. Ansonsten wünsche ich mir natürlich von Ihnen ein faires Spiel. Als erstes wünsche ich mir links von mir, genau, Team BG und auf der anderen Seite den Herrn Sachsen und den Herrn Ansgar. Oh, das ist ein super Ausblick hier aus dem Teleskoplader. So. Könnte man auch schon Bäume schneiden. Da jetzt alle da sind. Das LU bitte ich bitte so ein bisschen als Linienrichter und natürlich für die unfairen Maßnahmen und so weiter und so fort, ein Auge drauf zu haben und vor allen Dingen hätte ich gerne in jedem Tor einen vom LU, um zu werten, ob das ein Tor war. Kurze Aufklärung, jedes Tor sind 2 Punkte. Wird einer umgedreht, bekommt der Umgedrehte einen Punkt. Aber das gilt nur fürs Umgedrehte? Ja, aufs Dach. Also ich sage jetzt mal, sobald ein Zustand erreicht wird, wo permanent die Reifen keinen Boden mehr sehen. Okay. Im dümmsten Fall wird der Schiedsrichter also meine Wenigkeit entscheiden. Ja, Sie können ja einfach an der Stelle was ist, ne? Einfach rip. Genau. So, gespielt werden immer 3 Minuten. Ja. Und dann wünsche ich auf jeden Fall ein faires Spiel. Sind die Motoren alle gestartet? Ja. Oh. Wunderbar. Oh, dann auf die Plätze, fertig und los. Welches Team ist jetzt wo? Mir werden leider keine Namen angezeigt. Also jetzt am Ball ist wer? Jetzt am Ball ist gerade der Herr Sachsen-Let's Player. Ja. Der Herr Ansgar, naja, ich weiß nicht, was der macht, aber er versucht ein bisschen an Sachsen-Let's Player hinten rum zu fummeln. Der Herr Boxer schiebt den Herrn Werner. Ach, das klingt ja interessant. Haben wir schon längst vermutet in dem Team. Geil. Oh Gott. Ach ja. Ach so, jetzt sehe ich gerade, was hier passiert. Warte, ich komme von der Seite. Ah, ja. Box einfach weg. Ja. Super. Liege an der Seite, Herr Bürgermeister. Nein, alles gut. Was? Oh Gott. Warum machst du denn sowas? Ja, wer hat jetzt den Ball gerade? Wer ist das? Nee, hätte einen Punkt gegeben. Oh, hat er den ausgedribbelt, aber nicht schlecht, ne? Ja, ich mach. Kann man den Ball überhaupt in die Schaufel nehmen? Nee, ne? Nee. Glaube nicht. Oh, da bricht einer durch. Ja, bricht er durch. Der Sachsen-Let's Player bricht durch Richtung Tor. Es wird ganz, dass du so sportlich bist drin. Emotion grande hier. Ja, einmal vorne. Emmert.
Sag mal, spiele ich hier 3 gegen 1 oder was ist hier? Naja, ihr Teamkollege hilft Ihnen nicht gerade. Ja, weiß ich nicht, das ist richtig. Okay. Müsst ihr mal vorbei. Können Sie mal kurz wegfahren? Das wäre sehr nett. Noch 1 Minute 30, also quasi das wird Halbzeit. Nix. Weg da! Ich hätte eine Gabel gebraucht, das wäre viel besser gegangen. So schwierig mit Lenker, ne? Deswegen liegt Lenker an Null. Ist jemand noch der 6. Player am Ball? Ja. Stramme Arme. Werden wir heute noch mehr sehen als Team BG einmal auf der Seite. Nee, ich spüre den Boden noch, alles gut. Ja, ja, ich sehe, was du machst, ne? Du hebst dich auf. Das war's. Echt? Aber nee. Wieso machst du das? Ist der Herr Sachsen Let's Player einmal auf der Seite gewesen? Ja, und der Herr Boxer. Der Boxer, Ansgar, wieso? Der Stand im Verstehe das auch nicht. Sowas Unsportliches. Ja, aber jetzt hätten wir einen Punkt gehabt und jetzt haben die auch einen Punkt. Ja, ich weiß. Aber bei unfairen Mitteln kennen die sich alle aus hier. So, ich habe mal den Kollegen wieder aufgerichtet, ne? Für die BG. Was, 2-1 für BG steht? Ja, Werner war einmal auf dem Boden und Boxer. Wurde schon mal weggedrückt, ja. So unsportlich. Ach, das heißt, wenn man rumgedreht wird, kriegt man einen Punkt, okay. Genau. Einfach so um den Fairness halber, weil ansonsten könnte man einfach beide aufs Dach drehen und dann. Ist das die Spielgrenze hier? Hier hinten. Einwurf, ne? Einwurf stelle ich mir gut vor. Ja, ja. Und der Herkules war das schwierig. Genau. Okay, was sagt man hier? Werfen Sie mal einen hier. Genau. Wenn es mal klappen würde. So. Herr Ansgar, gehen Sie bitte weg. Das ist ein Einwurf. Sie müssen auf Ihren Kollegen gucken. Hey, das ist eine Ecke wieder. So, schnell Einwurf bewerfen. Es gibt noch 10 Sekunden extra. Wir warten drauf. Sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie eingeworfen haben. War einfach dumm. Okay. Wenn es denn mal gehen würde. Ich nehme den mal so mit, dumm, ne? Ich habe noch was vor. Die 10 Sekunden laufen runter. Noch ist kein 5, Problem. 4, wenn ich ihn erstmal habe, dann geht schon, los, ne? 1. Alter, und das Spiel ist vorbei. So, was soll ich machen? Herr Bürgermeister, das Spiel ist aus. Herr Bürgermeister, okay, war dumm. So, einmal bitte BG und einmal Sachsen Ansgar bitte die Fahrzeuge wieder dahin stellen, wo ihr sie habt. Herr Bürgermeister, soll ich den Ball auch hinstellen, wo er war? Nee, das mache ich schon. In dem Raum oben. User Herr Bürgermeister. Ja. Da haben Sie gerade diese extremen Aggressionsausbruch vom Sachsen Let's Player gesehen? Ja gut, aber Sport ist natürlich auch da, um, sage ich jetzt mal, ausgeglichen zu wirken. Ne? Der Herr Freezy, der macht das ja im Endeffekt, hat er ja eben erklärt, mit Hilfe seines Monsters und seines Bizepsgemächts, nicht? Da hat er Ihnen ja wieder Sachen erzählt. Ja, ich habe wieder Bilder im Kopf, das sind keine Sachen, sage ich Ihnen. Das ist okay. Ja. Wer spielt jetzt gegen wen? Wir gegen BG? Jetzt spielt im Endeffekt BH gegen KB. Oh, wir sind raus. Sehr gut. Gibt's hier keine Aussicht mehr? Chrissy, komm rüber hier. Alter! Wo müssen wir uns denn hinstellen überhaupt? Das ist egal, wohin. Ja, Tino, lass die doch da. Die müssen da eh wieder rein und die waren da. Und dann nehmen wir die. Nee, wir nehmen die hier. Okay. So. Herr Freezy, bitte einsteigen. Ja. Wir brauchen noch eine Info, wo wir stehen sollen. Herr Ansgar, Herr Sachse, das ist da schon gut. Wir stehen da schon sagen, gut. Säule an Säule. Ja gut, das haben die anderen zwar noch nicht gemacht, aber egal. Herr Sachsen. Ja. Auf geht's, rein in die Karre. Hä, aber wir gegen die? Wow. Kannst du deine Emotionen wieder freien Lauf lassen, mein Freund? Ja. Sind schon die ganze Zeit, das ist gut. Küsschen gehen raus. Ja, absolut. So, sind die Motoren gestartet. Jo. Wunderbar. Auf die Plätze, fertig und los geht's. Es wird wieder spannend. Oh, die standen viel näher dran. Gucken Sie mal hier. Oh. Ah, gut geblockt, mein Freund. Mein monsterdringender Freund. So, warte. Nicht umdrehen! Und da liege ich! Ja, da müssen wir jetzt aber durch hier. Das war nicht mehr Absicht. Lass ihn liegen. Und ich liege immer noch. Naja, das ist wie eine Schildkröte, oder? Wie eine Schildkröte auf ihrem Panzer. Wollen Sie mich wieder aufheben, oder? Ja, Mann, ey, wir heben dich wieder auf. Lass mal, geh mal weg hier. Geh mal weg, block den mal weg da. Ja, guck mal, dann macht er das hier. Hebt er mal deinen Kollegen jetzt? Ja, dann geht ihr da. Ja, gut, so blockiert ihr euch selber, dann versuch ich's mal. Wie Sie, was wird das? Geht das? Nee. Okay, warte. Oh! Herr Freezy, Herr Manus, Sie spielen schon in einem Team. Ah, fuck! Blocken, ich bin dabei. Blocken, fuck. Das erste Scheiße. Geben. Warte, ich muss. Warte ganz kurz, ich dribble nochmal zurück. Und gefallen. Da muss ich nochmal mit Anlauf und
Nee, okay, ich mach. Nee, noch nicht. Noch nicht. Ja, das will ich mir gönnen. So, jetzt aber rein die Pille hier. Ein Tor für KW. Warten Sie ganz kurz? Warten Sie ganz kurz? Wo sind die Fans? Ich stoppe eben die Zeit. Ja. Ja, kann mal applaudiert werden, Freunde. Warte, ich richte dich mal von der anderen Seite auf. Hier, von der geht das nicht. Ein Tor war 10 Punkte, ne? Brazil! Ja, das war's ist wieder komplett kein hier. Links. Jetzt lieber ja beim Aufmachen, du Kopfcover. So, bitte wieder zurück. Ja, sagst du, wir müssen echt mal ruhiger werden. Was ist denn nur los, ey? Genau, ruhig hier. So, meine Fresse. Anna, achso, ne, halt, wir haben das auch so. Wer ist denn das hier? Ich sehe die Namen nicht, das tut mir echt leid. Ja, mach doch Tocklefly-Modus oder was? Was siehst du? Ah, da kann ich keine Screenshots machen. Och, Junge. So, warte, einen mache ich noch, okay? Einer geht. Ah, guck mal, der wird ja beiden direkt ausgetauscht. Mein Gott, der ist aber auf Zack hier, ey. Das gibt's ja nicht. Ja. Ja, wenn Sie auch solche Events bringen wollen, schreiben Sie das Business E-Mail. So, sind alle auf den Plätzen. Jawohl. Yes. Wunderbar, dann starte ich die Zeit in 3, 2, 1, los. Geh du an die Pille! Geh du an die Pille, Füsi! Okay. Geh an die Pille! Bin geh ich? An die Pille! Oh, 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 oh. Ja, der würde ja nicht. Aggression hier, die ist. Jawohl, geh schön vorbei, ganz ruhig, geh. Das kann so nicht wahr sein. Das ist noch safe gewesen. Man könnte denken, da ist einer mit Lenkrad unterwegs. Aus. Oh, der hat aber ein gutes Dribbling. Das sieht sehr gut aus. Er sollte Football spielen. Oh, hier, der wird ausgespielt gleich, habe ich das Gefühl. Nee, der ist noch im Spiel. Oh, hol ihn dir. Ich hab ihn am Arm festhalten. Ja, ich zieh ihn am Trikot. Ja, raus mit dir, weg da. So. Ach so, es war ja gar nicht hier Sumo-Ring, ne? Ne, Sumo. Oh, komm, ich schieb. Geh weg, fahr. Fahr. Jawohl! Fuck. Das ist er! Ich block! Hau ihn rein in die Pelle! Ich komm nicht! Oh, hier, da liegt einer auf der Seite, eindeutig. Ja. Wie ist denn das jetzt? Ist du dir. Ah, sehr gut. Hol ihn mir. Warte. Genau, sehr gut, stark. Warte, ich schieb von hinten ein bisschen, ja? Also das war ich nicht? Nee, das war er wirklich nicht. Das habe ich aber gesehen. Ja, das war Beeindruckung vom Ball. Das war eindeutig ungehaltene Ballenkontrolle. So, warte, ich heb dich ein bisschen an, vielleicht kannst du ja lupfen. Dino, nein. Lupf mal. So, warte. Von dir ist aus. Warte. Das, die letzten 10 Sekunden. Fahr zurück. Herr Manus, wenn Sie jetzt den ganzen Stapel einfach reinholen würden, wäre es auch ein Tor. Jetzt schieb mit, mein Freund. Schieb mit. Und stopp. Ach, verdammt, das war aber knapp. So. Na, wenigstens haben wir mal ein Tor gesehen. Einmal bitte wieder die Geräte auf Originalstand. Wer hat denn jetzt gewonnen? Achso, jeder lag mal auf der Seite plus ein Tor, ne? Ich wollte gerade sagen, jeder lag auf der Seite plus ein Tor. Das war das Endergebnis hiervon. Aktuell steht es halt so, dass Team BG hat 2 Punkte, Team BH 3 Punkte und Team KB ist mit 3 Punkten auch unterwegs. Herr Ansgar, soll ich Ihnen mal zur Hand geben? Gehen Sie dem mal bitte zur Hand. Das geht mit dem Teleskop aber besser wie mit den Ortsteilen hier. Gib noch mal einen kleinen Schubs. Die Dinger haben ja gar kein Eigengewicht. Wer spielt bitte jetzt? Schön. Jetzt spielt gegen Weißer gegen BG. Dann war's das doch schon, oder? Jo. Letztes Spiel? Letztes Spiel. Das ist das Spiel. Wir sind auch schon gut am Ende der Folge angekommen. Oh, naja, ja, das geht. Ja, die müssen wir jetzt aber durchziehen. Das eine Spiel ist noch immer. Das ist mir klar, aber deswegen ist es gut, dass wir langsam zum Ende kommen. Ja, aber das ist ja auch das Finalspiel, oder? So, einmal bitte aufsteigen. Alle sind auf Position. Jawohl. Ich bin für Burning Farmers. Wunderbar. Ja, klar, Verräter. Auf die Plätze fertig. Los. Was wir wollen hier noch Partnerschaft. Hauptsache der Mut. 31er. Geh mal ein bisschen zur Seite bitte. Geh ran, Füsi. Links. Also. Danke. Benner? So neben mir? Über dir. Ah, okay. Ja. Oh. Ringelbeats will anfassen hier. Ringelbeats will anfassen. Ja, das ist eine Frechheit hier. Emma. Hast du deine Phase nicht unter Kontrolle oder was machst du da? Ja. Geh mal weggehen, ich würde gerne ein Tor machen da vorne. Das geht leider nicht. Ich habe noch ein bisschen zwei Skorpione, die miteinander kämpfen hier.
Geschickt ausgeholt, der Friesi, ja, aber leider... Fahr! Links! Wir links! Nimm ihn mit! Ja, du musst auch mal einen Pass machen! Mach mal einen Pass! Tino, nimm ihn dir! Nimm ihn dir! Ja, geh weg! Schießen! Nicht dran fahren! Und weiter! Oh! Die Gunnar... Oh! Oder wurde leider der Funktion gekippt. Oh, ja, toll. Geh weg! Das ist ja schade. Ein Satz der Karte. Darf ich meinen Teamkollegen helfen? Ey, was ist das? Ja, klar darfst du deinen Teamkollegen helfen. Ja, dann würde ich mal wegfahren, Herr Freezy, während der. Ja, ich hänge ja bei dir fest, ich versuche. Ja. Achtung, mach du mal Ballen. Warte, ich mach mal auf der Seite. Warte. Nee, nicht. Leg ihn komplett um. Mach mal Ballen. Geh mal weg. Irgendwie geh weg jetzt. Ja, ich kann ihn nicht aufhalten, wenn er da steht, Herr Bürgermeister. Ja, Moment, warten Sie ganz kurz. Hier kommt der Packungstaschentücher direkt oben drüber geflogen. Ich bin hier in den reingepackt. Wen denn? Hey, der hat mich gerade nochmal umgedreht. Ja, wird das besser. Ich bin hier verkeilt. Was soll ich machen? Ah ja, deswegen bewegen sich die Räder nach vorne. Ah ja. Ah ja, jetzt der Hinsgaspedal. Lol. Ey. Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Ich weiß es auch nicht, du. Das ist ja dämonisch. Fast angenommen. Oh, jetzt hier, komm, kannst du wieder mitspielen. Tino. Ja, bitte? Mach keinen Scheiß, helf mir. Da ist Druck. Da ist er wieder. Ich muss zurückfahren, ich habe den Ball vergessen, warte. Ja, Mann, selben Sie doch mal Ihren Teamkollegen, der hat doch ganz Angst, wenn er alleine ist. Ja, ist richtig. Zurück ist das bessere Vorwärts. Darf ich mal raus aus seiner Schaufel? Geht das? Boah. Danke. So, warte, ja, das wird noch ein bisschen dauern hier, glaube ich. Sieht halt echt witzig aus. Das sieht schon witzig aus. Oh also, Gott. Das war eine gute Aktion, da kann man nichts sagen, Freunde. Ja, das war eine saubere Aktion, auf alle Fälle. Er steht kannst du mal weggehen? Und da ist er wieder dran, Und da kommt aber auch schon hier und... Na? Abseits, ganz klare Sache. Nee, noch nicht. Kommt doch an, wer es ins Abseits haut. Wer wird es ins Abseits sein? Wer wird es ins Abseits Ja, komm, kipp mich um! Ruhe, keine Angst, mein Freund. Lass deine Aggressionen freien Lauf. Oh, nein, immer noch nicht. Ja, ich sehe schon, der Kollege macht das ganz gut, ne? Ja, er macht das ganz gut. Aber wir werden ihn noch ein bisschen ranschieben, ne? Hey, Leute, könnt ihr mal bitte. Aber aktuell ist Gleichstand. Das heißt, der nächste Punkt, der gemacht wird, entscheidet das Spiel. Hm. Oh, ey, ich hab auf der Seite. Hä? Ich hab gar nichts gemacht? Das war der Ballen. Da hat er dann rumgedreht, nee. Ja, das war der Ballen. Aus meiner Sicht sah es aber eher so aus, als wenn der Herr Boxe da... Ja, der hat auch nicht hochgehoben. Also das war der Ballen. Ich war genau oben drin. Kann das Team, was verloren hat, mal kurz ruhig sein? Die Zuschauer sind ja erlaubt, ist ja nicht... Ja, aber die sind ja beteiligt. Es war der Ball. Aber ist es nicht, die Zeit ist nicht rum? Ja, die Zeit ist rum. Ja. Dadurch, dass der eine Punkt noch gemacht wurde. Ah, das ärgert mich. Allerdings muss ich jetzt mal eine Frage an die Regie stellen. Wie lange haben wir denn noch? Weil das Problem ist, wir minus müssen noch einen zweiten Platz ausfeichten. Ich. Ja, der steht wieso? Fest, aber ne? die haben doch einen Punkt mehr, von daher. Zwei Punkte mehr sogar. Aktuell ist es 3-3 und ihr mit 4 Punkten. Da ihr im Endeffekt... Okay. Die 4 Punkte bestritten haben. Nee, die hatten 2 Punkte. Nein. An der Stelle Grüße an meinen Mathelehrer. Die hatten 2 Punkte, die Bierhals. Bierhals hatte 2 Punkte. Bierhals hatte 2 Punkte, das ist richtig. Und hat Burning Farmers 3. Und wir jetzt 4. Hab ich den falschen Strich gemacht? 2? War das stand nicht gerade 3-3? Bei uns, bei Burning Farmers und unser Team. Nee, zwischen unseren Teams. Also nein, die hatte 2 Punkte. Siehst du, zwei Punkte aus dem ersten Spiel und einen Punkt haben sie gemacht, als ihr das Tor gemacht habt. Das sind 3. Also steht es jetzt 3-3. Genau, es wird noch den zweiten und dritten Platz. Das heißt, ich bitte einmal um die Aufstellung. Okay, also ich bin mathematisch etwas raus, aber wenn du es sagst... Nee, aber so, wenn er so sieht, das stimmt natürlich. Also steht, ihr habt 3, Burning Farmers haben 3 und wir haben 4. Das stimmt schon, ja. Richtig. Ja, okay. Doch, ja, stimmt. Ihr habt einen Punkt gemacht in dem Spiel. Ah, gut. Ich wollte gerade sagen, das Volk hätte es dann eh... Dann machen wir aber ein Golden Goal sozusagen. Das ist richtig, Golden Goal. Das heißt, der nächste Punkt ist dann der zweite Platz. User left your channel. You were moved. Wir haben gewonnen, Bitch! Ich hab mich extra umgekehrt. Wir haben gewonnen, Bitch! Yeah! Oh, ich geh raus, ey. User left your channel. You were moved. So, der geplante Gag war das jetzt, oder? Das war der absolut geplante Gag. Okay, dann würde ich sagen, applaudieren wir alle mal in den Kommentaren. Absolut. Diese Monster.
Weiß halt. Also, wissen nämlich die wenigsten, der Randy war jahrelang auf der Humorschule und hat dann auch eine Karriere als Comedian gemacht. Ja, das Problem ist immer, ne, dieses Family-Friendly mit anderen Kanälen ist schwierig. Ah, okay. So sind beide Teams bereit. Yes. Ja. Yes, auf die Plätze fertig und los. Oh, wow. Bist du mal gerade lenken vielleicht? Ja, Herr Kollege, ich merke schon... Fehlstart. Lenkrad ist... Nee, es war der Motor. On point. Bin heute dann auch einfach raus. Raus, Bruder. War ein schwieriger raus. Tag. Sagen war ein schwieriger Tag, sagt Boah, die Fototechnik ist richtig geil gerade. Ohne Scheiß. Eins und am Ende wird es noch eins, wisst ihr? Ich hoffe, ihr habt euch... Ja, aber es war eine geile Fotosession, danke euch. Lass die Mutter machen. Links. Mach die Schaufel. Werner, willst du links, ran? Links. Ja, mach ich. Ich nehme den mal mit. Okay, das ne? war's wieder komplett. Dann muss ich mal kurz nach hinten. Ey, lass den in Ruhe, okay? Kannst du mal ein bisschen schieben? Ah, da wird's auch ein bisschen schneller gehen, weißt du? Oh nein, da kommt jemand. Aua. Das war die Ablenkung. Aua. Das eigene Tor. Achtung, ich komme. Oh nee, du. Warte. Ups. Was ist denn die Höchstgeschwindigkeit von der... Ach, die Scheiße. Ui. Vielleicht geht's mit... Hau mich um, komm! Hau mich um! Ja, los! Wird ja geschoben hier, du Keck. Ja, vor, rückwärts, vor, rückwärts, vor, rückwärts. Ja, geht nicht. Nicht umhauen, nicht umhauen. Jetzt tu doch mal nicht so, ne? Kritisch. Kritisch, Bruder. Du Silagensohn. Das sieht aber heute richtig aus wie Silage, ja? Das sollte man sagen. Ah, ja, sagen. Mach weiter, genau, super. Ja, die Scheiße glitscht halt durch, das Fahr. Anders schwierig. Ja, er kippt doch um. Wenn ich jetzt noch. Ah, nö, ich kipp doch nicht. Komm, mach doch einfach. Ich kipp doch nicht um. Werde ich nicht tun, Boxe. Soll ich dir ein bisschen helfen? Was mir oder was? Was machst du? Ah, ich nehm den mal mit, ne? Ja, los. Mach. Gib dir mal ein bisschen unten raus. So, ja, los. Schön dafür. Oh. Ja, gut. Warten Sie, ich fahr rückwärts, geht nicht. Warten Sie, ich mach, wo geht denn das hier hoch? Der Moment, wenn die Hydraulik mal wieder komplett blockiert, ne? Absolut. Aber ja, es tut so gut, bitte. Wenn man sich einfach nur zurücklehnen muss. Boah, Tino, nimm mir den Deutz. Was? Oh! Der war gut. Ja, gut. Gibt's ein Big Fat? Nee, die dürfen wir leider in Deutschland nicht fahren. Oh nee, das ist ja wieder. Hallo, hi, au. Herr Bürgermeister! Hallo, hi. Ja, blockiert ihr. Wo so ein tausender Fan auch geil ist, ey. Den muss man sich kaufen, nicht ausleihen. Gibt es eigentlich irgendeinen Trick, wie man am besten den Fußball spielt? Ja, Rollen, habe ich gehört. Ja. Rollen. Oder hinlegen und auf, ganz, ganz toll auf den Fuß greifen und dann hoffen, dass der Schiri pfeift. Huch! Schwierig. Jetzt lasse ich dich das mal in ausspielen. Ja, super. Ja, aber der Linie. Linie. Der ist noch drin. Okay. Ja, der ist noch drin. Würden ja gerne so befördern, ne? Jetzt seien Sie mal nicht so. Rudi? Muss? Groß. Muss groß. Seine Schaufel abgeweckt, glaubt ihr meine mach Schaufel die hoch. Ist irgendwie mach abgeflogen, ne? Aber okay. Scheiß drin drauf, es geht auch ohne. Ja, komm jetzt, er ist der Bursch. Dreht da einer einen rum jetzt hier. Ich meine den Teleskopladerschlüssel hier, ich klär das. Ja. Sagst du, Let's Player, kann das sein, dass sie irgendwie ihren Turnschuh verloren haben? Ich habe meinen Turnschuh verloren, aber es geht Problem. Es ist so trainierter Fuß, das geht auch ohne. Ja, die Probleme, naja, gut. Das geht auch ohne, ich war jahrelang bei den Nudisten. Wo waren sie? Bei den Nudisten? Bei den Nudisten, ja. Und die haben Fußball gespielt, ja. Die haben Fußball gespielt, ja. Man kennt es, typische da Beschäftigung ist wohl, bei den Nudisten. Da ist wohl ein anderer Spieler am Feld. Ist ein Flitzer. Scheiße. Was geht schon wieder? Was geht schon wieder? Ey, was ist das hier für eine Spange? Junge! Was ist das? Junge! Wenn das einfach wäre, das dann. Wäre ja langweilig, ne? Jungs, wie sieht's denn aus? Kann ich mir ein Käffchen holen oder? Nee. Ich hab hier noch was vor, Alter. Ich guck, ach, was machen Rolex die da? Ich würde kurz vor Rolex. Ach, ich mein Toffifees, ja, wo sind sie denn? Ach ja, was ist denn jetzt hier mit der Schaufel? Ja, kann man auch ohne Schaufel teilnehmen? Ja, hör schnell. Nee, ich hab's einfach nur verloren, dann kriegst du die auf den Kopf. Da würde ich sie mal Dankeschön. Abholen. Ja. Dankeschön. Jetzt hau ich auf. Ah. Ja! Oh. Das ist der Entscheid. Und ich war nicht mehr in der Nähe. Sehr gut. Leider nein. Der Entscheid. Nein. Oh, das ist ja Ansgar wollte nicht mehr. Kannst du machen, was du willst, ist mir egal. Ich steig mal.
Ich steig mal aus aus meinem Gefährt. Ja. Witzig, ich will nehmen. Machen wir Siegerehrung. Ja, nee, es steht ja eh schon fest. Gut, dann mach ich mal Klobel. Meine Freunde, ihr, ja. Ihr, komm mal hier hoch aufs Treppchen. Oh. Achso, ja. Ja, ja, ich geh mich jetzt mal begraben. Ich pack jetzt den Sprung in den Rhein hier. Ist kein Tschüss, Problem. Tschüss, mal. In dem Sinne, ihr habt ja nichts gegen längere Folgen, deswegen genießt es, Däumchen da lassen nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, irgendwann halt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.